Ja, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich heute mal dem leidigen Thema Ernährung und CED, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa widmen. Denn ich bekomme sehr viele Anfragen von euch, wie ich mich denn so ernähre, wie ich die optimale Diät für mich gefunden habe, um dem Crohn so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und ich dachte mir, ich gehe dieses Thema jetzt mal an. Es ist kein einfaches Thema. Ich versuche es einfach mal. Vorneweg, ihr bekommt jetzt von mir keine Diättipps, keine optimale Lebensmittelplanung, was ihr essen sollt, was nicht und so weiter, denn es gibt es einfach nicht. Jeder CED-Patient ist unterschiedlich, jeder verträgt Sachen anders und jeder muss letztendlich für sich selber herausfinden, was ihm gut tut und was nicht. Ihr erwartet jetzt nicht von mir, dass ich euch jetzt hier eine Wunderformel hinpacke und ihr seid danach geheilt, weil das kann ich nicht. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich mich so ernähre, wie ich so meinen Weg gefunden habe, dass ich dem Crohn so ein bisschen eingedämmt habe. Es hat natürlich auch mit vielen anderen Faktoren zu tun, mit der Psyche, mit dem Alltag, trinkt ihr Alkohol, raucht ihr und so weiter und so fort. Ich lege einfach mal los. Bei mir war es so, dass ich mich lange Zeit überhaupt nicht mit Ernährung beschäftigt habe. Als ich beispielsweise mit 15 Jahren die Diagnose bekam, hatte ich so ein, ja, Diätblatt mit Lebensmittel, die ich fortan meiden soll und mit Lebensmitteln, die ich essen darf. Das war das, was mir mitgegeben wurde und ansonsten hatte ich keine Ahnung, was ich eigentlich mit dieser Erkrankung, mit dieser Diagnose, mit meiner zukünftigen Ernährung so anfangen soll. Und ich habe mich natürlich nicht dran gehalten, weil ich wollte mich nicht einschränken lassen. Ich hatte keine Lust auf Sachen zu verzichten. Deswegen habe ich auch so weitergegessen wie bisher. Habe dann auch lange Zeit nicht einsehen wollen, dass ich auch über meine Ernährung vieles ändern kann. Ich hatte dann, ich glaube vor 2 Jahren war das, 2017, habe ich Dominika kennengelernt. Dominika ist eine Bloggerin, sie hat den Blog Bauchgeschichten und sie hatte ich bei einem Bloggersummit damals in Kiel kennengelernt. Da haben wir uns auch so über das Thema Ernährung unterhalten und da hat sie mir gesagt, dass sie komplett in Remission ist dank Ernährung. Sie hat einfach für sich einen optimalen Ernährungsstil gefunden, Lebensmittel gefunden, die sie verträgt, hat es so mitgeschafft, medikamentfrei zu sein, in Remission zu sein und ja, ein ziemlich normales Leben zu führen. Und das hat mich schon extrem beeindruckt. Schon ein Jahr zuvor habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit Ernährung auseinanderzusetzen, allerdings nicht wirklich so, dass ich sagen könnte, ich hätte meine Ernährung umgestellt. Aber seit dem Treffen mit Dominika habe ich wirklich darauf geachtet, was esse ich eigentlich, was vertrage ich, wenn ich bestimmte Sachen gegessen habe, wie ging es mir danach und so weiter. Und habe so ein bisschen mal meine Ernährung analysiert für mich und habe halt schnell festgestellt, okay, Fleisch vertrage ich überhaupt nicht. Und ich habe generell noch nie so wirklich viel Fleisch gegessen. Also ich war nie so der Fleischesser, aber mal so ein Burger, eine Bratwurst und Bacon vor allem. Habe ich schon gern gegessen und ich habe dann schnell festgestellt, okay, jedes Mal, wenn ich das esse, geht es mir nicht gut. Das scheint schon irgendwie zusammenzuhängen. Fisch war ich generell nie so der Fan von. Das habe ich eigentlich immer gemieden. Also ich habe maximal Fischstäbchen gegessen, das war's. Aber so habe ich dann eben angefangen, mich vegetarisch zu ernähren und dann ging es mir auch schnell besser und das fand ich ziemlich geil. Ich hatte dann auch irgendwann mal in einem FAQ die Frage, ob ich nicht mal versuchen würde, mich vegan zu ernähren. Und damals habe ich noch gesagt, das weiß ich noch ziemlich genau, dass ich das nicht unbedingt vorhabe, vegan mich zu ernähren, einfach aus Angst, dass ich meine ganzen Stoffe, die ich so brauche, nicht bekommen würde. Und ich persönlich habe einfach die Angst, dass wenn ich meine Ernährung so krass umstelle, dass mir noch mehr Mangelerscheinungen kommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe mich dann diesen Jahres nach meinem Kuba-Urlaub, in dem es mir übrigens richtig dreckig ging, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in Videos gesagt habe, aber da habe ich das Essen überhaupt nicht vertragen, habe ich mich mal ein bisschen mehr so damit mit dem Thema vegane Ernährung auseinandergesetzt und habe dann angefangen, mich 30 Tage lang vegan zu ernähren. Und auch da habe ich dann festgestellt, okay, das klappt irgendwie. Irgendwie vertrage ich das alles ziemlich gut, mir geht es wesentlich besser. Der Schub, es war so ein minimaler Schub, hat leider bis September diesen Jahres angedauert. Aber aufgrund der Ernährung habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich mich scheiße ernähre, dann ist das nie so gut. Und wenn ich mich gut ernähre, wenn ich wirklich darauf achte, dass ich vegan esse, dass ich vor allem Milchprodukte weglasse, Fleisch und Fisch sowieso, dann geht es mir einfach besser. So habe ich halt angefangen, mich mittlerweile zu 80% vegan zu ernähren. Das heißt also, ab und zu esse ich noch Eier, ab und zu esse ich noch Käse, weil ich davon nicht wirklich loskomme. Und es gibt halt noch nicht so geile vegane Alternativen, dass ich sagen kann, okay, ich streiche das jetzt wirklich komplett. Aber ich versuche eben schon darauf zu achten, dass ich eben
hauptsächlich vegan für mich koche und mich vegan ernähre. Ich habe einfach gemerkt, dass tierische Produkte mir nicht so gut tun. Fakt. Und fettige Sachen. Also vor allem in Kuba, da ist alles so ultra fettig. Habe ich wirklich richtig Probleme gehabt. Das habe ich auch jetzt noch, wenn ich eine fettige Pizza esse, dann geht es mir danach halt einfach nicht so geil. Und das sind so Dinge, die muss man für sich selber herausfinden. Der eine verträgt beispielsweise Hülsenfrüchte nicht, der andere, keine Ahnung, verträgt Fructose nicht so gut. Also ihr müsst es halt wirklich für euch selber herausfinden. Am besten führt ihr einfach mal ein Ernährungstagebuch, schreibt wirklich auf, was habt ihr gegessen, wie ging es euch danach und so weiter, um dann so ein bisschen die Übeltäter herauszukristallisieren und zu schauen, welche Lebensmittel tun mir eigentlich gut und welche nicht. Ihr könnt euch natürlich auch auf Fructose oder Laktoseintoleranz testen lassen. Das ist auch ganz hilfreich. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich Laktose nicht so gut vertrage. Milch pur verzichte ich komplett. Ich trinke immer Mandelmilch oder Hafermilch oder sowas. Käse, Joghurt. Obwohl, Joghurt esse ich eigentlich auch nicht. Ich esse eher so Sojajoghurt. Das ist bei mir wirklich nur das Thema Käse eigentlich und Quark, wo ich eben Milchprodukte zu mir nehme. Und was ich auch eine Zeit lang ausprobiert habe, war Heilfasten. Das heißt also, ich habe nur im Zeitraum, ach Quatsch, nicht Heilfasten. Doch, Heilfasten habe ich auch ausprobiert, war nicht so geil für mich. Intervallfasten habe ich ausprobiert. Das heißt also, ich habe nur in einem bestimmten Zeitraum am Tag gegessen und das, was ich wollte. Also natürlich vegetarisch, vegan und habe dann einfach innerhalb von 8 Stunden, also war immer 12 bis 20 Uhr, habe ich dann einfach das gegessen, was ich wollte und über die Nacht bis zum nächsten Tag 12 Uhr dann einfach nichts mehr, dann nur noch ungesüßten Tee und Wasser getrunken. Mein Darm hat sich da so ein bisschen beruhigt, hat vor allem in der Nacht nicht mehr so rumgemurrt und ich versuche das jetzt wieder so ein bisschen einzuführen. Also ich habe das immer über die Woche gemacht und am Wochenende habe ich dann einfach so gegessen, wie ich es wollte, habe dann auch mal früh um 10 was gegessen. Aber da habe ich schnell gemerkt, okay, das tut meinem Darm ziemlich gut, wenn ich einfach nur innerhalb von ein paar Stunden was esse, den Rest einfach wirklich Ruhe habe, nicht nochmal nachschiebe und er dann erstmal das verdauen kann, was er gerade schon intus hat. Und ich habe das jetzt irgendwie über die letzten Wochen ein bisschen schweifen lassen und versuche da jetzt wieder reinzukommen und hoffe, dass ich damit wieder meinen optimalen Zustand bekomme. Was ich für mich vor allem wieder neu lernen musste, war Essen zu genießen. Das ist mir unglaublich schwer gefallen. Ich hatte früher, das habe ich mal in einem Instagram-Post kurz erklärt, eine Essstörung. Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Beziehung zu meinem Körper und habe dadurch eben sehr blöd gegessen und teilweise gar nichts gegessen. Dann kam der Crohn hinzu. Ich habe dann aus Angst vor Schmerzen nichts mehr gegessen. Und ich musste für mich erstmal wieder neu lernen, Essen zu genießen und Essen zu lieben. Und da helfen vor allem Rezepte, wo man so ein bisschen weiß, okay, die werden mir gut tun oder Rezepte, die einen inspirieren, mal was Neues auszuprobieren. Und ich habe dann einfach viel für mich neu ausprobiert. Ich habe super viele Rezepte nachgemacht, wo ich dachte, okay, das könnte mir helfen oder da scheinen Zutaten drin zu sein, die ich vertragen kann. Das hat natürlich immer super viel Arbeit auch gemacht, weil ich mir alles Mögliche zusammengesucht habe von Blogs und Rezeptbüchern und da noch was und Tipps von dem und bla. Und es macht natürlich Arbeit, aber es hilft einem auch wieder so die Liebe fürs Essen zu entdecken. Und Dominika, von der ich euch gerade schon erzählt habe, hat dazu, zu diesem ganzen Thema Rezepte, die mir gut tun, die meinem Darm gut tun, ein Buch geschrieben. Sensible Bäuche essen anders. Und ihr habt schon gesehen, hier sind ganz viele Post-its drin, weil das alles Rezepte sind, die ich nachmachen möchte. Dominika hat, wie gesagt, selber schon seit, ich glaube, über 10 Jahren Morbus Crohn. Sie kennt sich aber auch extrem gut mit Ernährung aus. Und sie schreibt eben schon seit Jahren für ihren Blog wundervolle Rezepte, von denen sie weiß, dass sie sie verträgt und dass sie auch andere vertragen könnten, weil das einfach Zutaten sind, die ja generell gut verträglich sein sollten für die meisten CED-Patienten. Das ist natürlich kein obligatorischer Tipp, der jetzt für jeden passt. Also ihr müsst euch natürlich, wie gesagt, auch da wieder selber ausprobieren und schauen, ob ihr das vertragt. Aber es sind größtenteils doch Rezepte, die hoffentlich der Großteil der CED-Patienten vertragen sollte. Das ist, wie gesagt, ihr Buch. Hier sind extrem viele, es ist super fett, das Buch, extrem viele Rezepte drin. Und ganz am Anfang sind sogar richtig krasse Hintergrundinfos drin, wie euer Darm überhaupt funktioniert, wie Ernährung funktioniert und so weiter. Hier steht auch viel zum Thema glutenfreie Ernährung, laktosefreie Ernährung und so weiter. Das möchte ich euch gerne mal ans Herz legen, dass ihr da einfach mal reinschaut und guckt, ob ihr da vielleicht Rezepte für euch findet, die euch gut tun. Also ich muss jetzt noch ein paar ausprobieren
Ich hatte von ihrem Blog mal eins probiert und das war echt geil und ich habe es vertragen. So viel mal dazu. Aber ganz ehrlich, sie hat sich da so viel Mühe mitgegeben und ich bin einfach super stolz auf sie, dass sie das gemacht hat. Ich finde das total krass. Ich meine, hier sind keine Ahnung, wie viele Rezepte drin, die alle super lecker aussehen. Geil. Ich verlinke euch das gerne mal unten in der Infobox, da könnt ihr das Buch dann bestellen und hoffe, dass ihr damit einfach ein gesammeltes Werk habt mit Rezepten, die ihr vertragt, die ja eure Liebe zum Essen wieder entdecken lassen. Deutsch, keine Ahnung, Fehlanzeige. Das mal so als Tipp nebenbei, wie gesagt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Es ist übrigens nicht gesponsert. Also sie hat gefragt, ob sie mir das zuschicken darf und ich kann quasi selber entscheiden, ob ich darüber was berichte oder nicht. Ich hätte es auch einfach hier stehen lassen können in meinem Bücherregal und gar nichts dazu sagen können. Aber ich finde, es ist einfach so gut geworden und so eine Bereicherung für jeden Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Patienten, dass ich dazu einfach sagen möchte. Deswegen steht hier auch Werbung, weil ich einfach das hier in die Kamera halte. Ich werde dafür aber nicht bezahlt. So viel mal dazu. Und was auch wichtig ist, ist eure Werte regelmäßig checken zu lassen. Ich habe jahrelang an Vitamin B12 und Eisenmangel gelitten, aber wie gesagt, jahrelang supplementieren mit Spritzen und Tabletten. Das ist einfach super wichtig für euch, weil durch den Mangel an Vitaminen und Spurenelementen und wie die Dinge auch immer alle heißen sollen, wird einfach auch euer Wohlbefinden beeinflusst. Also nicht nur, dass euer Darm dann rummeckert, sondern auch eure Psyche. Vitamin B12 zum Beispiel ist super wichtig für hier oben, euer Köpfchen. Vitamin. Ich fange jetzt auch wieder an, Vitamin B12 zu supplementieren, weil ich einfach auch selber merke, dass da ein Mangel ist. Hallo von Schnittkatja mit ganz schlechten Nägeln. Ignorieren wir das. Ich wollte euch mal noch meine Vitamine zeigen, die ich supplementiere. Und zwar habe ich die von InnoNature bestellt. Da habe ich einmal Vitamin B12, Vitamin D3 und ein, ja, so ein Set. Da sind so Kapseln drin mit Haut, Haare, Nägel. Und mit dem bin ich mittlerweile sehr zufrieden. Ich verlinke euch das gerne mal unten in der Infobox. Das ist nicht gesponsert, ich habe das alles selber gekauft. Und es wird eigentlich noch empfohlen, dass man zu Vitamin D3 noch K2 Tropfen nimmt. Die werde ich mir jetzt wahrscheinlich noch nachbestellen, weil das irgendwie dann besser vom Körper aufgenommen werden kann. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber jedenfalls bin ich sehr zufrieden damit. Das schmeckt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber passt. Und das schmeckt so ein bisschen nach Olivenöl und die schmecken eigentlich überhaupt nicht. Und vor allem hält das total lang. Also hiervon sind 1750 Tropfen drin und ich muss 5 Tropfen täglich nehmen. Die halten also eine ganze Weile. Und von denen muss ich auch nur, das war mein Mitbewohner, von denen muss ich auch nur einen Tropfen täglich nehmen. Ja, wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Also lasst euch einfach regelmäßig bei eurem Arzt durchchecken. Lasst die Werte checken, dass ihr da keine Mangelerscheinungen bekommt und habt, weil das auf Dauer echt schwerwiegende Folgen haben kann. Also zusammenfassend, mein Weg der Ernährung, um meinen Darm wieder so ein bisschen in den Griff zu bekommen, ist für mich gewesen, wie gesagt, kein Wunderrezept jetzt hier, ne? Ist für mich einfach eine vegetarisch-vegane Ernährung, also so wenig tierische Produkte wie möglich. Dann natürlich Werte checken lassen und das dann supplementieren, was euch fehlt, damit ihr da wirklich das habt, was ihr braucht, was euer Körper braucht. Intervallfasten hat mir super geholfen und generell auch dieser Gedanke, dass ich mir nichts verbieten muss. Also natürlich in dem Sinne, ich verbiete mir so ein bisschen Fleisch und Fisch, aber ich vermisse es auch nicht. Also es gibt mittlerweile super gute vegane, vegetarische Alternativen, deswegen ich vermisse es überhaupt nicht, außer Bacon. Bacon könnte noch eine gute vegetarische, vegane Alternative mal auf den Markt kommen, liebe Ernährungsleute. Macht da mal ein bisschen was. Das ist nicht von jetzt auf gleich getan, das ist ein langer Prozess. Aber es ist auf jeden Fall nachhaltig für euch, denn ihr wisst dann einfach, was ihr essen könnt und wie ihr eure Liebe zum Essen wiederentdecken könnt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt schon gesagt habe. Aber egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch so ein bisschen einen Anreiz gegeben, euch ein bisschen mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Denn es ist leider ein leidiges Thema, aber auch ein sehr schönes Thema. Es gibt super viele tolle Rezepte da draußen. Und ich esse einfach für mein Leben gern. Also ihr seht, ihr müsst nicht hungern, ihr müsst euch nicht komplett einseitig ernähren. Ihr könnt es schaffen, dass ihr euch gut ernährt, gesund ernährt und es trotzdem super lecker ist. Mein Wort zum Sonntag. Keine Ahnung, ob heute Sonntag ist. Ich drehe an einem Dienstag.
Das war's, meine Lieben. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, Dominikas Buch auch unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüssi.